Sarah und Julian Engels lüften das Geheimnis um das Geschlecht ihres Babys. Vor wenigen Wochen verkünden die Sängerin und ihr Partner nicht nur ziemlich überraschend, dass sie heimlich heiraten, sondern auch, dass sie gemeinsam Nachwuchs erwarten. Damit ist klar, Sarahs Sohn Alessio aus ihrer Ehe mit Pietro Lombardi wird ein großer Bruder. Doch bekommt der Sechsjährige eine Schwester oder männliche Rasselbandenunterstützung? Das ist zunächst geheim, bis jetzt. Mit einem süßen Post auf Social Media verrät das Paar, es wird ein Mädchen. Glücklich die kleine Familie ist, zeigen diese Bilder. Die 28-Jährige und ihr Ehemann strahlen in die Kamera und halten stolz rosafarbene Ballons vor die Linse. Sarah widmet ihrer ungeborenen Tochter dazu noch ein paar rührende Worte. Mama, Papa und ein großer Bruder freuen sich so sehr auf dich, kleiner Engel. Auch Julian platzt fast vor Stolz. Er kommentiert: Das Leben könnte aktuell kein größeres Geschenk sein. Komm zu Papa. Aber wünscht sich Sarah überhaupt ein Mädchen? Leute, es wird eine kleine Prinzessin. Wir freuen uns so doll, wirklich so, so sehr. Ich hätte mich natürlich über beides gefreut, weil das Allerwichtigste, glaube ich, für alle Eltern ist, dass das Kind gesund ist. Aber ja, ich freue mich schon sehr doll auf ein Mädchen. Für die Fans ist es keine große Überraschung, dass die DSDS-Beauty-Mama eines Mädchens wird. In einer Promi-Flash-Umfrage geben 83,9% der Teilnehmer an, dass sie bereits im Gefühl haben, dass der Engelsnachwuchs weiblich ist. Nur 16,1% tippen zuvor auf einen Jungen. Ob das etwas damit zu tun hat, dass Comedian Oliver Pocher schon vor einigen Wochen behauptet, das Geschlecht des Kindes zu kennen? In seiner gefürchteten Bildschirmkontrolle schießt der TV-Star nicht nur gegen die Brünette, sondern plaudert private Details aus. Und ist auch wieder schwanger. Glückwunsch an dieser Stelle, es wird eine Tochter werden. Woher er das weiß, lässt Olli an dieser Stelle offen. Als guter Freund von Sarahs Ex-Pietro könnte, zumindest laut den Fans, an der Behauptung aber etwas Wahres dran sein. Die 28-Jährige reagiert zu diesem Zeitpunkt aber ganz gelassen auf Ollis Aktion und kontert: Ich wusste nicht, dass du nebenbei auch noch Gynäkologe bist, Oliver. Ob der selbsternannte Influencer-Schrecken tatsächlich Bescheid weiß oder einfach nur den richtigen Riecher hat, es bleibt wohl ein Rätsel. Egal wie, Mama, Papa und ihre Fans sind aktuell einfach nur happy. Innerhalb weniger Minuten bekommt das Posting mehr als 140.000 Likes. Auch die Stars freuen sich und gratulieren. Bachelor-Girl Jelis Kotsch ist sich sicher, dass die kleine Maus ganz nach ihrer berühmten Mutter kommt. Wie schön! Herzlichen Glückwunsch! Sie wird genauso schön wie du! Schreibt die Freundin von Jimmy Blue Ochsenknecht, die selbst ein Mädchen erwartet. Bis sich die Fans davon überzeugen können, ob Sarahs Tochter ihr Mini-Doppelgänger wird, müssen sie sich aber noch ein bisschen gedulden.